Ja, schönen späten Nachmittag. So viele Menschen, damit habe ich eigentlich gar nicht gerechnet. Habe mir eigentlich gedacht, das wird eine sehr intime Veranstaltung. Sie kennen das ja bei diesen Veranstaltungen normalerweise. Je später der Vortrag, umso spärlicher die Zuhörer. Umso mehr freut es mich natürlich, dass so viele von Ihnen gekommen sind und umso mehr tut es mir jetzt wirklich sehr, sehr leid. Ich muss Sie enttäuschen. Ich sage es gerade heraus, wie es ist, ich habe auf den heutigen Tag vergessen. Das heißt, am heutigen Tag habe ich nicht vergessen, sonst wäre ich nicht da. Also, ich habe darauf vergessen, dass ich hier Ihnen eigentlich etwas über Apps erzählen sollte. Also über Apps für Smartphone und für Tablets. Ich habe das mit dem Gerhard ja vor 2 Monaten ungefähr schon ausgemacht und ja, dass ich Ihnen da gerne Apps präsentieren würde und dann. Sie wissen, wie das ist, dann waren die Semesterferien und dann war auch noch Ostern und jetzt habe ich tatsächlich drauf vergessen. Also es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich bin untröstlich. Dabei habe ich mir wirklich einen sehr, sehr schönen Titel ja vorbereitet gehabt. 30 Apps in 30 Minuten. Mir gedacht, klingt super. Viele Leute kommen tatsächlich, weil bei 30 Apps ist sicherlich das ein oder andere dabei, das Sie noch nicht kennen. Aber jetzt, ich bin nicht vorbereitet, ja, und 30 Apps aus dem Stegreif, unmöglich. Also, Sie müssen wissen, ich merke mir ja Namen sehr, sehr schlecht, besonders Namen von Programmen oder Apps, das geht gar nicht. Also so 30 Apps, das ist leider unmöglich. Ist unmöglich, jetzt habe ich schon gedacht, vielleicht kann ich ganz rasch noch den Titel ändern. Wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, aber ja. Macht auch keinen guten Eindruck, denke ich mir. Ist wirklich eine dumme Sache. Kann es jetzt leider nicht ändern. Ich hoffe, Sie sind mir nicht allzu böse. Ja, draufgekommen bin ich eigentlich zuerst während der Pause. Da haben einige Kolleginnen gesagt, na, welche Apps stellst du denn jetzt dann vor? Ja, eben. Ja. Und Sie kennen dieses Gefühl, wenn Sie auch mal was vergessen haben. Dieses unangenehme, mulmige Gefühl da im Bauch, das steigt dann so hoch. Und habe dann sofort auf meine To-Do-Liste geschaut, habe dann meinen Fehler natürlich sofort entdeckt. Ich weiß nicht, ob Sie To-Do-Listen verwenden. Wirklich gute Sache, auch für die Schule. Ganz praktisch, Sie vergessen dann garantiert nichts mehr. Sie vergessen nicht mehr den Happy Euro fürs Jugendrotkreuz einzukassieren und Sie vergessen auch nicht die seelische Vorbereitung darauf, dass Sie bei der nächsten Konferenz als Schriftführer eingeteilt worden sind und vor allem vergessen Sie ja nicht darauf, das Apfelbrot zu backen. In 14 Tagen hat Ihre Kollegin nämlich Geburtstag und Apfelbrot ist immer gut, das kann ich Ihnen sagen, das kommt gut an. Es gibt natürlich diese To-Do-Listen, die sind wirklich sehr, sehr praktisch und die gibt es für die verschiedensten Plattformen. Sie vergessen dann nichts mehr, außer Sie vergessen drauf zu schauen auf diese To-Do-App. Man kann sich dabei auch Erinnerungen schicken lassen, sodass man zum Beispiel am Tag vorher dann per E-Mail informiert wird. Also wenn Sie es noch nicht verwenden, schauen Sie sich das einmal an. Jetzt ist leider das Malheur passiert, ich stehe da und bin nicht vorbereitet. Entlassen kann ich Sie jetzt auch noch nicht um die Zeit. Da hätte der Christian Nosko dann keine Freude, wenn er alleine da steht und Sie sind alle weg. Aber jetzt bin ich einmal da, also ich habe mir gedacht, nützen wir die Zeit ganz einfach sinnvoll. Ich habe mir gedacht, ich erzähle Ihnen ein bisschen was über die Schule, über meine Schülerinnen und Schüler. Da ist die Zeit wenigstens nicht ganz unnötig. Halbe Stunde müssen wir jetzt leider irgendwie herumbringen. Also habe ich mir dann gedacht, ja, eben beim Vortrag von der Elke Lackner, ich schaue ganz rasch nach den Leistungsstand meiner Schüler. Das geht zum Glück heute auch ganz einfach und mobil. Mit den geeigneten Apps haben Sie da sofort eine komplette Schülerverwaltung, Notenverwaltung, Sitzplan. Sie können Fehlstunden eintragen, Ihre Vorbereitung notieren. Also wunderbare Apps, die es da mittlerweile gibt, sehr mächtige Tools. Das eine oder andere hätte ich Ihnen wirklich so gern vorgestellt, aber tut mir leid. Ja, also, natürlich gibt es diese Schülerverwaltung, von der ich spreche, für die verschiedensten Plattformen. Also egal mit welchem Tablet oder Smartphone Sie unterwegs sind, Sie finden sicher eine passende Schülerverwaltung, wenn Sie glauben, dass das für Sie jetzt interessant wäre. Ja, und dann habe ich mir das durchgeschaut und bemerkt,
sind eigentlich viele Schülerinnen und Schüler dabei jetzt, von denen ich dringend noch Leistung einfordern muss. Sie kennen das ja, Ostern ist vorbei, damit auch schon fast das Schuljahr. Ich glaube, ich brauche jetzt ein griffiges Thema, bei dem die Schülerinnen und Schüler jetzt wirklich beweisen können, was sie so drauf haben, also im Umgang mit den digitalen Werkzeugen. Ein Thema wäre da jetzt ganz schön, wo die Schüler wirklich gefordert werden. Also recherchieren und exzerpieren und präsentieren, das sollte alles möglichst da drinnen sein. So ein Thema zu finden ist aber nicht immer ganz einfach. Das soll ja möglichst alle Schüler oder möglichst viele Schüler interessieren. Man weiß dann, jetzt ist das jetzt ein geeignetes Thema, wie finde ich so ein Thema? Zum Glück bin ich ja ein alter Jäger und Sammler und da gibt es ganz wunderbare Apps, mit denen man Artikel und Webseiten sammeln kann und sie dann später nochmal nachschlagen kann. Und beim Durchblättern findet man dann immer wieder auch Seiten, die für die Schule auch relevant sind. Eine App nutze ich dabei besonders gern, mir fällt jetzt leider nicht ein, wie die heißt, ich muss nur irgendwie an meine Hosentaschen denken, aber weiß jetzt nicht warum. Komisch. Naja. Ja. Also Artikel sammeln, die können Sie dann mit Schlagwörtern versehen und Sie finden daher dann auch, wenn Sie viele Artikel gesammelt und archiviert haben, finden Sie immer wieder das Passende auch sehr viel später dann. Ja, manche Apps sind in dem Zusammenhang ja noch besser, die können noch mehr. Sie können damit zum Beispiel ganze Magazine erstellen. Ja, also Sie können zu einem bestimmten Thema zum Beispiel so ein Magazin über Kaninchen erstellen, ja, wenn Sie sich für Kaninchen interessieren, können da Artikel, Webseiten damit sammeln und das dann über ein kleines Widget dann auch zum Beispiel auf der Schulwebsite für Ihre Kollegen, Kolleginnen oder für Ihre Schüler, Schülerinnen zur Verfügung stellen. Da sind Ihrer Fantasie dann wirklich keine Grenzen gesetzt. Ja, es fällt mir gerade ein, ich habe da glaube ich auch schon ein Thema entdeckt. Ich sprach jetzt erst davon, dass wir da ein Thema brauchen für die Schüler, über das sie sich dann schlau machen sollen. Ich glaube Menschen. Menschen eignen sich ja immer ganz gut. Unbekannte Menschen, über die Schüler dann möglichst viel herausfinden sollen. Und mir ist da vor einiger Zeit eine Frau untergekommen. Ich habe jetzt leider den Namen der Dame vergessen. Naja, vielleicht fällt mir das jetzt im Laufe der Zeit dann noch ein. Wenn Sie aber so eine Rechercheaufgabe stellen, wäre es natürlich schon ganz gut, wenn Sie eine Person hernehmen, wenn Sie den Namen der Person auch wüssten, dann tun sich die Schüler bestimmt ein bisschen leichter damit. Also gehen wir einfach davon aus, Ihre Schüler wissen, wen Sie da suchen, beschreiben und möglichst gut dann präsentieren sollen. Ja, in vielen Fällen beginnt die Suche dann bei Wikipedia, hat die Elke Lackner gerade angesprochen. Ohne Wikipedia geht es ja heute fast nicht mehr, auch wenn naja, die Oberfläche von Wikipedia ja, versprüht mittlerweile so den spröden Charme der späten 70er Jahre. Also so ein bisschen Computersteinzeit ist man schon bei Wikipedia immer wieder so ein bisschen erinnert. Aber da gibt es zum Glück auch eine App, da macht selbst das Suchen auf Wikipedia dann wieder Spaß. Das Ding heißt, ja, irgendwas mit Zauberstab, glaube ich, irgendwas mit Zauberstab. Und jedenfalls, ich nenne das immer Wikipedia in schön. Wikipedia in schön. Und dieses Tool, das ist wirklich auch für die Schule ganz wunderbar geeignet. Sie kennen ja das Problem, wenn die Schüler und Schülerinnen mit Wikipedia was suchen. Dieser lange Artikel, da wird hinaufgescrollt, hinuntergescrollt, die Schüler wissen überhaupt nicht mehr, wo sie sich befinden, finden nichts. Und bei dieser, wie heißt das noch gleich, Wikipedia in schön Seite, haben sie auf der linken Seite dann sogar eine Navigation. Über diese Navigation können sich die Schüler dann ganz leicht zurechtfinden, können wirklich in dem Wikipedia-Artikel ganz wunderbar die Stelle aufspüren, die Sie vielleicht suchen. Also das würde ich Ihnen unbedingt empfehlen. Und wenn Sie den Chrome-Browser benutzen, dann gibt es dafür auch noch ein spezielles Plugin, das können Sie installieren in dem Browser. Und immer wenn Sie dann im Internet einen Link anklicken, der eigentlich zu einer Wikipedia-Seite führt, dann werden Sie automatisch auf diese Wikipedia in schönen Seite hingeleitet. Also wirklich ein sehr schönes Tool, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut und ist auch für die Schule wirklich hervorragend geeignet. Also eine wirkliche Erleichterung. Aber wie gesagt, für die Recherche in Wikipedia gibt es natürlich noch viele andere Apps, also die
alle aufzuzählen, wäre gar nicht möglich. Also kein Wunder, dass mir die 30 Apps, die ich eigentlich heute präsentieren wollte, da auch nicht mehr einfallen. Also lassen wir die Schüler zuerst einmal in Wikipedia recherchieren. Aber vielleicht haben sie noch aus analogen Zeiten ein paar Bücher zur Hand. Soll ja noch Schulen geben, wo es noch gedruckte Bücher gibt. Vielleicht taucht bei Ihnen auch da und dort noch ein gedrucktes Buch auf. Da könnten Sie dann zum Beispiel Fotos oder ganze Seiten einscannen oder von den Schülern einscannen lassen, die Sie dann weiterverwenden können. Und das ist mittlerweile auch ganz, ganz einfach. Da gibt es tolle Apps, die funktionieren kinderleicht. Bei manchen muss man nicht mal mehr aufs Knöpfchen drücken, sondern die App erkennt automatisch die Vorlage, stellt scharf, macht das Bild und Sie können das sofort dann weiterverwenden. Also ganz exzellente Tools, die da mittlerweile am Markt sind. Und mit einigen der Apps, die es da ganz neu auch gibt, können Sie sogar zum Beispiel ein Whiteboard von der Seite aufnehmen und die App richtet dann die Schrift automatisch gerade, sodass man es wieder lesen kann. Ist eine wirklich großartige Sache, also die Technik, die dahinter steckt, ist unglaublich eigentlich. Damit können Sie dann bei der nächsten Konferenz, wenn Sie jetzt dann schon Schriftführer sind, auch die Flipchart Skizzen Ihrer Direktorin dann für die Ewigkeit und vor allem fürs Protokoll festhalten. Also wunderbare Tools, die es da gibt. Na und Ihre Schülerinnen und Schüler können mit so einer App dann recht einfach Ihre Recherchen im Internet mit analogen Quellen, die Sie da jetzt gescannt haben, ergänzen. Ja, Wikipedia, wir kennen das ja nicht. Wikipedia absatzweise, zunächst einmal, dann seitenweise wird Copy and Paste. Ja, Sie kennen das wahrscheinlich. Also ohne Exzerpieren und ohne Zusammenfassen mit eigenen Worten wird es also nicht gehen. Also vielleicht ganz kurz zum Sammeln von Notizen, da gibt es ja auch eine unüberschaubare Anzahl von Apps. Aber soweit ich mich da jetzt erinnere, ich bin wie gesagt nicht vorbereitet, gibt es hier zwei Marktführer, könnte man fast sagen, mit Apps, die längst nicht nur Notizen aufnehmen können, sondern eigentlich viel mehr. Besonders ein Programm ist da in letzter Zeit sehr auf dem Vormarsch, möchte ich sagen. Ich glaube, das ist von der Firma Microsoft, wenn mich nicht alles täuscht. Der Name ist natürlich wieder Englisch, muss ja heutzutage alles Englisch sein. Irgendwas mit einer Zahl, 5, 6, 7, Notiz oder so ähnlich. Ich weiß es eben leider im Moment nicht, aber der Kurt Söser, ich weiß nicht, ob er jetzt herinnen ist, der könnte Ihnen da sicher weiterhelfen, der ist Experte auf diesem Gebiet. Er hat auch das Programm, und da muss ich jetzt ein bisschen die Elke Lackner korrigieren, er hat das Programm, ich glaube vor 2 Jahren, als er hier einen Vortrag gehalten hat, auch als eierlegende Wollmilchsau bezeichnet, also die gibt es, weil das Programm wirklich sehr, sehr viel kann. Es ist aber auch ganz einfach hervorragend zum Festhalten von Notizen geeignet. Probieren Sie es einfach mal aus, es ist gratis. Und dann gibt es noch ein zweites Programm, das weltweit, glaube ich, was Notizen betrifft, hier marktführend ist. Es kann auch viel mehr als wir Notizen festhalten. Da ist Webclipper drinnen, mit dem Sie Schnipsel von Webseiten ausschneiden und speichern können, bis hin zu kollaborativen Funktionen. Also auch ein sehr, sehr mächtiges Tool, sehr beliebt und hat übrigens ein sehr wunderbares Logo. Sollten Sie das Logo irgendwann einmal sehen, graues Tier auf grünem Hintergrund, graues Tier mit Rüssel. Und falls Sie das Logo des Programms zufällig einmal sehen, fällt mir gerade ein, da könnten Sie ein kleines visuelles Experiment anstellen. Geht am besten, wenn Sie das Logo mal sehr groß sehen. Vielleicht sehen Sie es irgendwann einmal sehr groß eingeblendet irgendwo, wäre möglich. Dann sehen Sie vielleicht jetzt dieses große Tier mit Rüssel, aber machen wir ein kleines visuelles Experiment oder machen Sie es, falls Sie das einmal sehen. Versuchen Sie, ein Chamäleon zu sehen. Mit einem eingeringelten Schwanz und das Chamäleon schaut nach links und hat so ein umgeknicktes Ohr. Wenn Sie das Chamäleon einmal gesehen haben, dann sehen Sie nie mehr wieder den Elefanten, ich schwöre es Ihnen. Ja? Also wunderbares Logo. Und diese App ist wirklich hervorragend auch, also sollten Sie auch wirklich mal ausprobieren. Ja, also damit können Ihre Schüler dann Ergebnisse sammeln. Ja, und wenn Ihre Schüler jetzt alles gesammelt haben, dann vergessen Sie nicht natürlich, dass Sie mit den Schülern auch in Kontakt bleiben. So eine Rechercheaufgabe ist ja nicht unbedingt in einer Stunde erledigt. Es kann sich über Tage ziehen, über Wochen, so ein Projekt. Und
über die verschiedensten Lernplattformen oder wie auch immer können Sie mit Ihren Schülern Kontakt halten. Aber auch da gibt es eine ganz wunderbare App und die ist deswegen auch so gut, weil sich die Schüler sofort darauf zurechtfinden und sie ist weltweit sehr, sehr beliebt. Hat übrigens auch ein nettes Logo, so ein Männchen mit Brille und er schaut mir ein bisschen ähnlich fast. Das Interessante ist, wie gesagt, die Schüler finden sich deswegen so leicht zurecht, weil dieses Netzwerk, ein soziales, abgeschlossenes Netzwerk, wie Facebook ausschaut. Wir haben zwar gehört, dass Facebook am absteigenden Ast ist, dennoch werden viele ihrer Schülerinnen und Schüler bei Facebook sein und die finden sich dann hier auch sofort zurecht. Überhaupt kein Problem. Und das Schöne ist, die Schüler brauchen nicht einmal eine E-Mail-Adresse, um sich anzumelden, sondern sie generieren einen Code für die Gruppe, die sie anlegen und die Schüler können sich einfach mit diesem Gruppencode hier anmelden und sind in einem abgeschlossenen System. In diesem System können Sie Aufgaben vergeben, haben einen Kalender zur Hand, können Dateien hochladen und vor allem können Sie eben kommunizieren, Kommunikation aufrechterhalten. Großartige Sache übrigens für Schulen, die auch über eine Partnerschule im Ausland verfügen. Da können dann die Schüler aus Frankreich oder aus der Mongolei dann ganz einfach in die Gruppe aufgenommen werden und schon kann man international ganz einfach kommunizieren. Ja, oder eben alle Informationen sammeln, die die Schüler über diese Frau, über die ich zuerst gesprochen habe, herausgefunden haben. Irgendwie fällt mir jetzt ein, M-T. Ich glaube, M-T. Ja, die Buchstaben bei dieser Frau, irgendwas mit M und T. Na, vielleicht fällt es mir noch ein. Schauen wir mal. Ja, Sie könnten natürlich Ihren Schülerinnen und Schülern dann zusätzlich zur Recherche, die Sie ohnehin machen, noch Hilfsmittel zur Hand geben. Erstellen Sie zum Beispiel mal QR-Codes, ja? Über die wurde mehrfach auch schon an anderen Tagen und in anderen Jahren hier bei den EduDays berichtet. Also ganz spielerisch können Sie hier QR-Codes erzeugen, eine virtuelle Schnitzeljagd veranstalten. Sie können dann zum Beispiel ausgedruckte Codes hinter denen weitere Links verborgen sind, dann in der Klasse oder in der ganzen Schule verteilen und die Schüler können dann mit gratis QR-Code-Readern darauf zugreifen und finden die weiteren Informationen. Gibt es auch wiederum sehr, sehr viele davon, also überhaupt kein Problem. Das macht mit Sicherheit den Schülern und Schülerinnen erstens einmal großen Spaß und sie liefern ihnen auch zusätzliche Informationen zu dem Thema, zu dem die Schüler dann recherchieren sollen. Meritoft, ich habe das MT, ja? Meritoft ist die Frau, um die es geht, über die Klasse etwas herausfinden soll. Also Sie können dann zum Beispiel den Link zu einer Seite, auf der die Schüler weitere Informationen jetzt finden, hinter einem Code verbergen. Also machen Sie eine kleine Rätselrallye draus und vergeben Sie an jene Schülerinnen und Schüler, die dann diese Rätsel als erstes lösen, zum Beispiel ein kleines Geschenk, zum Thema passend vielleicht ein Kaninchen. Kaninchen, ich weiß nicht, warum mir das jetzt einfällt, aber Kaninchen ist, glaube ich, in dem Fall ganz passend. Ja, und wenn die Klasse dann die Ergebnisse zusammengetragen hat, dann könnte man vielleicht in einem nächsten Schritt vielleicht alle Texte mal so gemeinsam sammeln. Da bietet sich ein Tool an, das gar keine App ist. Das sind mir persönlich ohnehin die liebsten Tools, weil sie vollkommen plattformunabhängig funktionieren. Internetzugang und Browser reichen aus. Über das Tool, das ich jetzt hier spreche, ist eine Art Pinnwand im Internet. Da können Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse posten, was sie herausgefunden haben über Meritoft. Und sie können das so einstellen, dass die Schülerinnen und Schüler nur eigene Texte und Bilder ergänzen, aber andere bereits vorhandene Ergebnisse nicht antasten können. Ja, und anschließend können sie dann diese Pinnwand zum Beispiel noch in die eigene Schulwebsite integrieren und damit öffentlich machen. Ist auch wirklich eine hervorragende Sache. Sollten Sie dieses Tool nicht kennen, schauen Sie sich das wirklich einmal an. Ja, wenn ich jetzt vorbereitet wäre, täte ich mir leichter. Wie könnten Schüler vielleicht noch Ergebnisse herzeigen? Mindmaps zum Beispiel, nicht? Mindmaps. Mindmaps sind ja immer so eine Sache. Nicht? Entweder man liebt Mindmaps oder man verwendet sie überhaupt nicht. Dazwischen gibt es kaum etwas. Also viele Kollegen und Kolleginnen setzen gern Mindmaps ein und andere lehnen das vollkommen ab. Dabei gibt es mittlerweile so einfach zu handhabende Mindmap-Apps auch, die von jungen Schülerinnen und Schülern schon problemlos verwendet werden können und damit können selbst in kurzer Zeit schon sehr aussagekräftige Mindmaps erstellt werden.
kann man dann später ausdrucken oder für Präsentationen verwenden. Also sollten Sie noch nie Mindmaps verwendet haben, probieren Sie es einfach einmal aus. Nicht alle der Apps sind wirklich gratis, aber Sie finden auf jeden Fall für alle Plattformen ein geeignetes Programm, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, es wird aber nach wie vor, glaube ich, ganz gern auch ausgedruckt. Ja, also viele Schülerinnen und Schüler haben es trotzdem ganz gern, wenn man Ergebnisse ausdruckt, in der Klasse vielleicht dann aufhängt und präsentiert. Also gesammelte Ergebnisse in eine schöne Form gebracht, mit Text und Fotos versehen und dann vielleicht eben noch kurz präsentiert. Es ist halt aber leider nicht jede Schülerin und jeder Schüler ein Designer, auch nicht jeder Lehrer oder Lehrerin. Zum Glück gibt es da auch ganz wunderbare Dinge. Ein hervorragendes Tool, das auch über das Internet funktioniert. Da stehen Ihnen hunderte Designbausteine zur Verfügung, die Sie zur Erstellung eines ganz wunderbaren Plakats verwenden können. Und das sieht dann eigentlich immer sehr, sehr gut aus, weil die Textbausteine können Sie dann mit Texten, mit eigenen Fotos ergänzen. Sie können aber damit natürlich auch Werbung machen, zum Beispiel für Apfelbrot. Ich habe es ja bereits erwähnt, also Apfelbrot, wenn Sie das noch nicht kennen, das möchte ich Ihnen definitiv ans Herz legen, es lohnt sich. Ja. Ja, was könnte man noch machen? Ja, vielleicht interaktiv, ein bisschen interaktiv, das mögen die Schüler ja immer besonders gern. Als Aufgabe könnte man zum Beispiel stellen, ein kleines interaktives Bild zu erstellen. Ja, die Schüler sollen das, was sie herausgefunden haben, in einem kleinen interaktiven Bild präsentieren. Auch eine ganz wunderbare Sache mit einer endlosen Zahl an Einsatzmöglichkeiten, funktioniert ganz einfach, Bild hochladen, auf dem Bild werden dann die gewünschten Punkte mit, ja, ich würde sagen, Pins markiert, sind sozusagen kleine Hotspots in dem hochgeladenen Bild und mit diesen Hotspots, da können dann Texte angezeigt werden, können direkt Videos abgespielt werden, können Links hinterlegt werden und so weiter. Ja, also ein interaktives Bild entsteht dadurch. Mir fällt jetzt zwar nicht ein, wie das Tool heißt, aber ich kann Ihnen sagen, wie ich das schon angewendet habe. Ich habe es zum Beispiel dazu verwendet, Schülertexte zu sammeln und auf der Schulwebsite anzuzeigen. Ja, und wenn Sie dann der Carly selber seinen Namen anklickt, scheint sofort sein Text dort auf, ohne dass das irgendwo hin verlinkt wird, sondern man kann es direkt gleich dort sehen. Also auch eine wunderbare Sache. Falls Sie das nicht kennen, interaktive Bilder, wenn Sie das googeln, finden Sie schon heraus, wie das Tool heißt, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, was fällt mir jetzt noch ein? Wie gesagt, wäre einfacher, wenn ich vorbereitet wäre. Audio. Verwenden Sie Audioaufnahmen in der Schule? Hin und wieder vielleicht. Mit Apps ist das ja heutzutage wirklich kinderleicht, Audio aufzunehmen. Einfach auf den großen Knopf drücken und sprechen. Mehr ist vielfach nicht zu tun, also wirklich kein Problem, damit können eben kurz Zusammenfassungen gemacht werden, präsentiert werden, also eine kleine Abwechslung zum verschriftlichten schulischen Alltag. Auch da wiederum gibt es jede Menge an verschiedenen Tools. Besonders beliebt sind solche Sprachaufnahmen natürlich im Fremdsprachenunterricht, aber die Einsatzmöglichkeiten, die sind wirklich sehr, sehr vielfältig, würde ich sagen. Auch hier wiederum, fertige Aufnahmen können dann meist sehr bequem und ohne allzu großen Aufwand in Webseiten integriert werden, in die eigene Schulhomepage, sodass auch die Eltern zu Hause dann den Englischdialog, der in der Schule aufgenommen wurde, noch einmal nachhören können. Ist für viele Schülerinnen und Schüler sehr interessant, wenn auch die Eltern dann darauf zugreifen können. Ja, noch mehr Spaß macht es vielleicht, Text zu sprechen, der dann von einer animierten Figur vorgetragen wird. Da gibt es auch eine hübsche App. Also zunächst suchen sich die Schülerinnen einen Avatar aus, also eine Figur. Die können sie dann unterschiedlich gestalten. Dann wird Text aufgenommen und diese Figur trägt dann diesen Text vor. Auch diese Animation mit der eigenen aufgenommenen Stimme kann dann in die Schulhomepage zum Beispiel integriert werden. Die Schüler mögen das wirklich sehr, sehr gern. Würde ihnen wie immer sehr gern den Namen dieses Tools sagen. Ja, aber sie wissen es ja. Tja. Was fehlt jetzt noch eigentlich? Was sollten unsere Schüler noch können? Naja, eine einfache klassische Präsentation, die fehlt eigentlich noch. Ich liebe ja besonders Apps, die den Schülern möglichst wenige Möglichkeiten bieten. Ja, Sie kennen ja die Textwüsten, die oft auf PowerPoint-Folien entstehen, möglichst klein, aber dafür viel. Ja, und die Schüler lesen dann ganz brav den Text von der Folie direkt runter. Da lobe ich mir dann die Tools, die wirklich nur minimalistische Foliengestaltung erlauben. Großes Foto, wenig Text, Beschränkung auf das Wesentliche ist ja gerade bei Präsentationen
nicht verkehrt, würde ich sagen. Ja, das Tool, das ich hier meine jetzt, das mir so irgendwie auf der Zunge liegt, irgendwas hat das mit japanischen Gedichten zu tun. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich da drauf komme. Naja, ein wenig aufwendiger wird es, wenn Schüler Fotos mit Texten zu längeren Geschichten kombinieren sollen. Also Stichwort Storytelling, momentan auch sehr in Mode. Also eine Kombination, wie gesagt, von durchgehenden Texten oder durchgehendem Text, Fotos, Bildern, Videos, vielleicht auch Audios eingebunden. Da gibt es ganz, ganz neue Apps, erst vor wenigen Tagen erschienen. Aber auch etwas ältere, die aber auch bereits Preise gewonnen haben, weil sie einfach auch so einfach in der Handhabung sind, äußerst unkompliziert. Aber wirklich, würde ich sagen, ist eher dann einzusetzen, wenn man wirklich genügend Material hat, wirklich längere Texte ansprechend aufzubereiten. Ja, man könnte natürlich dann auch aus vorhandenen Fotos gleich einmal ein kleines Video erstellen. Auch da gibt es natürlich etwas. Also Bilder mit Sprachaufnahmen verbinden, dazu eine kleine Zeichnung vielleicht anfertigen, eventuell Musik ergänzen, in die hochgeladenen Fotos dann vielleicht noch Texte anbringen und das Ganze als Video exportieren. Klingt eigentlich ziemlich kompliziert, aber ich meine, eine App, die hat irgendwie sowas mit einem Häschen zu tun, aber die ist so einfach gehalten, dass damit schon Volksschüler in der ersten Klasse umgehen können. Also wenn sie diese App irgendwie googeln und sie kommen dann drauf, wie gesagt, denken sie, kleines Häschen, dann finden sie es mit Sicherheit. Da finden sie dann tatsächlich Beispiele von Volksschülern aus der ersten Klasse, die mit dieser App umgehen können, damit eigene Videos erzeugen können. Also klingt seltsam, ist aber so. Ja, und vielleicht finden ihre Schülerinnen und Schüler auch noch in der analogen Welt Dinge, die sie gesammelt herzeigen möchten, also so eine Art kleines Portfolio oder Journal, das auch schon in der Volksschule verwendet werden kann. Kein Problem, würde ich sagen, auch dazu gibt es Apps. Da fotografieren die Schüler dann einfach mit dieser App ihre Zeichnungen, ihre Werkstücke, ihre Texte, vielleicht auch ein Kaninchen, wenn sie das zur Hand haben. Und die Fotos werden dann automatisch hochgeladen in die App und als Lehrerin sehen sie dann die Portfolios ihrer Schülerinnen in einem schönen Stream angezeigt, können auch Anmerkungen dazu machen. Diese App ist besonders schön, die ich da meine, da gibt es nämlich auch wiederum eine extra Eltern-App dazu, über die die Eltern dann auf das Portfolio ihrer eigenen Kinder natürlich nur Zugriff dann haben. Also Sie sehen, es gibt da wunderbare Sachen bereits. Beim Namen der App muss jetzt leider wieder passen. Fällt mir nicht ein, aber irgendwie scheint mir, hat irgendwas mit den unregelmäßigen englischen Verben zu tun. Kommt mir irgendwie so vor. Naja. Ja, vielleicht wollen wir jetzt abschließend noch, ein bisschen Zeit bleibt uns noch, vielleicht wollen wir abschließend noch ein bisschen die Ergebnisse der Aufgaben uns auch ansehen, was unsere Schüler so gesammelt haben. Was ist hängen geblieben? Vielleicht wollen sie ja ein kleines Online-Quiz erstellen. Auch Flashcards sind immer wieder sehr beliebt. Und wenn man sich da ein bisschen umsieht, da gibt es mehrere Apps, die großartig sind, einfach zu handhaben und Ihnen wirklich die eine oder andere schriftliche Überprüfung tatsächlich erleichtern können. Apropos Quiz, da fällt mir noch eine Webseite ein, beziehungsweise fällt mir jetzt nicht ein der Name, aber mit dieser Webseite können Sie Fragen erstellen online, starten das Quiz dann, aber erst wenn Ihre Schülerinnen und Schüler sich angemeldet haben und die Anmeldung funktioniert ganz einfach über einen Code. Es ist also keine Registrierung der Schüler, überhaupt keine Registrierung der Schüler notwendig und die Schüler spielen dann diesen Test oder dieses Quiz durch und das Tolle daran ist, ganz zum Schluss, wenn alle Schüler das gemacht haben, dann können sie die Ergebnisse als Excel-Datei herunterladen und sie sehen eine super Auswertung, die sie schriftlich selber gar nicht besser hinkriegen könnten. Sie sehen nämlich ganz genau, welche Schüler welche Fragen beantworten konnten und welche nicht. Also eine komplette Auswertung haben Sie da, eine wirklich ganz wunderbare Seite, die ich Ihnen auch ans Herz legen könnte, wüsste ich jetzt den Namen. Ja, mir fällt nur ein, der Erfinder dieser Seite dürfte offenbar gewisse Probleme mit der Rechtschreibung gehabt haben, aber ansonsten, ja, wirklich eine sehenswerte Seite. Aber jetzt fällt mir noch eine App ein, die weiß ich auswendig. Und ohne die entlasse ich Sie jetzt nicht. Sendung mit der Maus. Ja, die Sendung mit der Maus-App, die darf natürlich nicht fehlen. Sie alle kennen die Sendung mit der Maus und da gibt es bei diesen
Lach- und Sachgeschichten, bei diesen Sachgeschichten wirklich tolle Videos, die Sie problemlos in der Volksschule oder auch im Biologie-, im Physikunterricht einsetzen können, würde ich Ihnen auch ans Herz legen. Schauen Sie sich das einmal an. Ja, und jetzt, weil es mir auch noch einfällt, jetzt wo unsere gemeinsame Zeit fast abgelaufen ist, jetzt fällt mir allerhand ein, dumme Geschichte, aber um Sie ein wenig gnädig zu stimmen, habe ich mir gedacht, und ich Ihnen leider keine 30 Apps präsentieren konnte, würde ich sagen, gibt es zumindest den Vorschlag von mir, dass ich Ihnen das Rezept vom Apfelbrot, das ich ja schon mehrfach erwähnt habe, das würde ich Ihnen gern zukommen lassen, also damit Sie hier nicht ganz mit leeren Händen weggehen müssen, also scheuen Sie sich wirklich nicht, sich bezüglich des Rezepts dann vertrauensvoll an mich zu wenden. Sie werden das Apfelbrot lieben, da bin ich mir ganz sicher. Ja, und die Mary Toft, bitte, die darf natürlich auch nicht im luftleeren Raum bleiben. Aber ich komme jetzt nicht drauf, was mit der wirklich los war. Irgendwas mit Kaninchen. Irgendwas war da mit Kaninchen, aber am besten wird es sein, Sie informieren sich dann wirklich auch noch selber, was mit der los war. Ja, ich sehe gerade, und der Gerhard steht auch schon da, die Zeit ist um. Ich hoffe, Sie sind mir jetzt nicht allzu böse, dass ich hier keine 30 Apps in 30 Minuten präsentieren konnte. Es tut mir leid, aber ja. Ich hoffe, Sie sehen noch ansprechendere Vorträge als diesen hier, jetzt dann im Anschluss gleich und vor allem dann morgen. Darf mich recht herzlich von Ihnen, darf mich noch nicht von Ihnen verabschieden. Jetzt fällt es mir erst ein. Ich habe ja heute ganz zufällig ein Apfelbrot mit. Also Sie können, wenn Sie möchten, können Sie gerne dann, ich werde mich da unten zum Tisch hinstellen, dann wissen Sie gleich, ob Sie das Rezept ausprobieren sollen. Ich habe das Apfelbrot, ist ganz frisch gebacken, ich werde dann unten hingehen und wer kosten möchte, ich habe nicht mit so einem großen Andrang gerechnet, aber wer kosten möchte, eine kleine Kostprobe geht sich, glaube ich, aus. Ja, und damit wünsche ich noch einen schönen Abend und einen weiteren zweiten schönen EDO-Days-Tag. Dankeschön.